Am 25. April fand in München das zweite HMI-Entwicklerforum der Design und Elektronik statt. Diplom-Ingenieur Erik Bulach von der Firma Rafi referierte zum Thema industrietaugliche, kapazitive Touchscreens und stellte die Produkte und Lösungen seines Unternehmens vor. Rafi ist vor allem im Bereich Maschinenbau aktiv und entwickelt beispielsweise HMIs für Automatisierungstechnik. Oder Branche Maschinenbau wieder, KUKA SmartPad sagt dem einen oder anderen vielleicht etwas, also auch mobile Eingabesysteme, hier auch mit einem Touch, allerdings noch mit einem resistiven. Dann eine weitere Branche, Medizintechnik, in der wir aktiv sind. Auch die Medizintechnik ist hier sehr, sehr aktiv, was das Thema kapazitive Touchscreens angeht. Oder dann natürlich auch Nutzfahrzeugbereich, wobei hier geht es aufgrund der entsprechenden hohen Anforderungen derzeit erst los. Also da gibt es aus meiner Sicht bisher noch keine Applikation, aber in dieser Branche wird auch schon in diese Richtung gedacht. So viel zu Rafi. Wo kommen wir her? Die meisten, die hier Touchscreens einsetzen oder bisher einsetzen, haben in der Vergangenheit auf resistive Touchscreens gesetzt. Resistive Touchscreens selber, man sieht es hier, ist eigentlich erstmal ein mechanisches System. Das heißt, man drückt mit seinem Finger zwei ITO-Lagen zusammen, schließt diese dann entsprechend kurz, misst den Widerstand und kann daraus dann die Position errechnen. Der Vorteil von diesem System ist, der Einsatz hier in sehr hohen Stückzahlen und das heißt entsprechend auch günstig kommt man an diese Sensoren ran und das Ganze ist eben akzeptiert am Markt. Die Nachteile, Multitouch ist relativ schwer umsetzbar mit resistiven Touchscreens, ist aber auch möglich. Dann entsprechend mechanisches System, das heißt die Lebensdauer von einem resistiven System ist entsprechend schlecht im Vergleich zu kapazitiven Systemen und es ist auch relativ leicht zu beschädigen. Also aus unserer Erfahrung ist es so, dass in der Praxis dann häufig mal auch mit einem Schraubenschlüssel bedient wird, beziehungsweise dann in robusten Küchenatmosphäre auch mal mit einem Fleischermesser und das zerstört eben so ein resistiver Touchscreen. Und wenn Sie sich eben vorstellen, dass Sie eben hier in Zukunft eine geschlossene Glasoberfläche haben, dann tut sich der Worker eben relativ schwer, mit dem Schraubenschlüssel hier die Oberfläche zu zerstoßen und das Ganze zu zerstören oder eben mit dem Fleischermesser. Kollege hat es vorhin schon gesagt, derzeit ein riesiger Trend in allen Märkten, also jeder arbeitet in diese Richtung, das heißt von der Automatisierungstechnik, Medizintechnik, Nahrungsmittelindustrie, Nutzfahrzeugindustrie und, was Sie sich denken können. Ein Großteil aller Anfragen, wo auf uns zukommt, die möchten kapazitive Systeme haben, Systeme hinter geschlossener Oberfläche. Warum? Weil eben entsprechend viele Applikationen möglich sind. Button, Slider Wheel, Proximity, also Annäherungssensoren und natürlich auch Touchscreens. Und, was auch natürlich jeder fragt, Multitouch, ist das eigentlich möglich? Mit kapazitiven PCT-Touches ist das möglich. Wir selber, wir haben relativ lange Erfahrung in dieser Art von Technologien. Wir haben etwa im Jahre 2003 gestartet in Richtung Button-Slider-Wheel-Applikationen und seit 2005 das erste Serienprodukt am Markt. Und mit kapazitiven PCTs beschäftigen wir uns seit etwa 2009 und haben jetzt inzwischen auch schon einige Systeme am Markt. Worauf kommt es an? Anforderungen vom Markt. Was kommt auf uns zu? Das eine ist zum einen die flexible Integration. Die Kunden haben bisher einen Rahmen, in den muss dieses neue System auch reinpassen. Das heißt auch, der resistive Touchscreen wird zum Beispiel ersetzt durch ein kapazitives. Kommt derzeit relativ häufig vor. Das heißt, dieser kapazitive Touchscreen muss natürlich auch dort wieder integrierbar sein. Er muss mechanisch robust sein, klar. Chemische Beständigkeit ist ein Thema. Edel und hochwertig, das ist sehr häufig auch der ausschlaggebende Punkt, warum man was Neues machen will. Man möchte seinem Gerät eine neue Oberfläche verpassen. Reinigbarkeit, dann natürlich Resistenz gegen Wasser, Handschuhbedienung. Gerade in der Industrie ist das hier sehr, sehr wichtig. Man hat, oder auch im Medizinbereich, hat man von Latexhandschuhen bis hin zu relativ dicken Handschuhen alle Arten von Anforderungen. Multitouch muss natürlich möglich sein. Hier geht es eben bis zu derzeit 16 Fingern, wobei da muss man sich schon überlegen, ob das denn für die eine oder andere Applikation auch Sinn macht. Temperaturbeständig
und natürlich das ganz große Thema bei kapazitiven Systemen EMV. Weil eben von der Schritt vom resistiven, vom mechanischen System hin zu einem elektrischen System hat natürlich ganz starken Einfluss hierauf. Und was uns natürlich auch alle ganz stark beschäftigt, ist das Thema Preis. Die ganzen Systeme, so toll sie auch sind, müssen am Schluss auch bezahlbar sein. Das sind die Anforderungen vom Markt, die auf uns zugetragen werden. So. Wie sieht so ein System aus? Das ist ein bisschen meine Gliederung heute, in der wir hier durchgehen. Zum einen haben wir hier die eigentliche Elektronik. Hier setzen wir ganz stark auf das Thema Atmel Max Touch. Was das genau bedeutet, werde ich nachher noch kurz erläutern. Wir haben ein Sensorsystem, das eigentliche, ja, der eigentliche Sensor, der auch relativ teuer ist. Sie haben eine Mechanik um dieses Gesamtsystem herum. Sie müssen die Umweltbedingungen beachten und Sie müssen das System, wenn es dann fertig steht, entsprechend tunen. Und hier wird der Herr Fleischer dann nachher noch mehr zeigen. So, als erstes die Max-Touch-Elektronik. Was ist Max-Touch? Ist das für irgendjemand hier im Raum ein Begriff? Ja, der eine oder andere? Also Max-Touch ist aus unserer Sicht oder ist eine Touch-Technologie für kapazitive Touchscreens von Atmel. Also Max-Touch ist eigentlich erstmal ein Kunstname von der Firma Atmel und derzeit eben modernstes und stabilstes System aus unserer Sicht am Markt. Vorteil von Max-Touch ist, man kann das Ganze mit einer sehr hohen Knotenanzahl beziehen, also diese unterschiedlichen Arten von Controllern. Das heißt, man kann auch relativ große Bildschirmdiagonalen realisieren, von klein zu groß, je nachdem, was man eben benötigt. Das nächste wichtige Thema ist, wir haben ein sehr robustes System, das heißt auch für Industrieanforderungen geeignet. Das Ganze haben wir selber EMV geprüft. Und ein anderer ganz wichtiger Punkt ist, muss auch parametrierbar sein. Das heißt, es muss auf Ihre Wünsche anpassbar sein. Das heißt, Robustheit, Wischfunktionen, Selbsttest. Dieser Punkt hier, Wischfunktion und Handballerkennung, ist eigentlich eine ganz, ganz interessante Geschichte. Das heißt, man kann das System so tunen, dass Sie über die Oberfläche streichen und es kommt zu keiner Auslösung. Oder Sie putzen das Ganze und da passiert erstmal nichts. Und das Ganze kann man je nach Bildschirmdiagonale einstellen. Hier nochmal eine kleine Übersicht zum Max-Touch. Und eben ganz, ganz wichtig, das muss jeder im Hinterkopf behalten, die Systemabstimmung. Jedes Gerät muss im System, wenn es verbaut ist, einmal abgestimmt werden und die Parameter gemeinsam bestimmt werden. Und das Ganze ist ein iterativer Prozess. Bei Max-Touch selber, hier haben wir bis zu 16 Finger. Wir können mit Handschuhbedienung das Ganze einstellen. Entsprechend Touch Suppression haben wir hier, das heißt die Unterdrückung für große Bedienflächen, das heißt gerade das Wischen. Wir sind sehr tolerant gegen Flüssigkeiten auf der Oberfläche. Bildschirmdiagonalen haben wir mal bei uns definiert bis 24 Zoll, also richtig, richtig große Teile. Da können Sie nachher gerne einen angucken bei uns am Stand. Das hier ist auch noch ein ganz interessantes Thema, separate Tasten über Touch-Controller zu realisieren. Gehen wir nachher noch kurz darauf ein, in einer kleinen Systemaufbau. Und natürlich, dass überhaupt in die Zulassung bestehen, EMV und ESD geprüft. So. Was kann alles variieren bei solchen Systemen? Zu einem, wie möchten Sie es bedienen? Haben Sie Handschuhbedienung? Wie sieht das Covermaterial aus? Also das heißt, haben Sie Glas oder haben Sie PMMA zum Beispiel? Wie dick ist hier Ihre Front? Welche Störungen haben Sie in im Feld oder welche Störanforderungen haben Sie überhaupt? Wie sieht Ihr LCD aus? Strahlt das Gerät von innen auf das kapazitive System? Wie ist Ihre Applikation in Verbindung mit Flüssigkeiten zu sehen? Wie haben Sie die Mechanik konstruiert? Und mit welchen Betriebssystemen arbeiten Sie? Also das sind hier relativ viele Fragen, die es dann zu klären gibt, wenn man anfängt, ein System umzusetzen. Über all diese Dinge müssen Sie sich Gedanken machen. So, und hier nochmal ganz wichtiger Hinweis. Jedes System muss individuell eingestellt werden. Ganz, ganz wichtig. So. Hier haben wir auch mal einen kleinen Vergleich zwischen verschiedenen Touch-Controller-Herstellern. Hier haben wir mal Max-Touch entsprechend getestet mit den einzelnen Funktionen bzw. Parametern und dem Ganzen unterschiedliche Systeme gegenübergestellt.
Und Sie sehen schon, was hier passiert, da gibt es relativ wenig, die tatsächlich auch die Industrieanforderungen bestehen. Aber das Ganze ist in Ihrem Skript drin, also da möchte ich jetzt eben nicht näher noch drauf eingehen. So. Thema Touchsensor, das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, mit dem müssen Sie sich auch beschäftigen. Zum einen die Sensoren selber, da müssen Sie sich fragen, was möchte ich denn überhaupt machen? Brauche ich eine Hinterleuchtung, brauche ich keine Hinterleuchtung, habe ich ein Display dahinter oder was möchte ich denn überhaupt machen? Das heißt, zum einen müssen Sie sich mit verschiedenen Systemen auseinandersetzen, das heißt kapazitive Einzeltaster, Slider, Wheel oder Proximities, je nachdem, was Sie machen so wollen. Oder Sie haben einen Touchscreen, das heißt ein PCT oder PCAP. Das sind die zwei Abkürzungen, mit denen gesprochen wird und diskutiert wird in der Fachpresse. Diese unterschiedlichen Systeme können Sie dann in unterschiedlichen Sensorausführungen realisieren, je nachdem, was für eine Anforderung Sie an die Durchleuchtung haben. Das Einfachste und Günstigste ist, das Ganze auf Kupfer zu realisieren, auf Leiterplatte. Man sieht hier zum Beispiel ein Bild. Da wird die Struktur in Kupfer eingebracht und dann hinter die Front geklebt. Dann eine sehr weit verbreitete Lösung ist ITO-Folie. Das ist hauptsächlich ein Thema, kommt aus Asien. Und so eine Folie sieht zum Beispiel hier aus. Und diese Folien selber sehen jetzt relativ einfach erstmal aus, sind aber sehr, sehr teuer. Also das muss man sich auch im Hinterkopf behalten. Und dann gibt es eben andere Verfahren noch, Glas mit TCO-Beschichtung und Strukturierung. Das ist ein Thema, was wir bei RAFI machen. Also wir selber bauen auch selber Glassensoren bei uns im Haus, weil wir eben dieses Beschaffungsthema aus Asien als sehr, sehr kritisch sehen und sehr, sehr schwierig. Und dann eben noch Glas mit Lithografieprozess. Und bei diesem Lithografieprozess ist zwar ein sehr, sehr toller Prozess, aber Sie haben richtig große Initialkosten. Also da müssen Sie so Maskenkosten bis zu 20.000 Euro pro Maske rechnen. So, das sind die zwei Punkte, die möchten wir jetzt hier näher betrachten, Vor- und Nachteile von den zwei Systemen, weil das sind die Dinge, mit denen Sie denn wahrscheinlich in der Praxis am meisten zu tun haben werden. Also das heißt ITO-Folie als auch TCO-Beschichtung und Laserstrukturierung. Beim Foliensensor sieht es so aus, hier geht es jeweils um den Flächenwiderstand, also diese transparent leitende Elemente, dieses ITO, Indiumzinnoxid, hat einen spezifischen Widerstand und dieser Widerstand liegt hier in der Regel zwischen 150 bis 270 Ohm pro Square. Und da muss man auch immer wissen, je niedriger dieser Wert wird, umso teurer wird dieses Material. Das heißt, je größere Sensoren ich bauen möchte, desto niedriger muss mein Flächenwiderstand sein und je teurer wird auch mein Sensor. Und das Ganze geht exponentiell in die Höhe. Vorteil von ITO, es ist relativ dünn und leicht, ist bekannt. Sonderkonturen über entsprechende Stanzwerkzeuge sind sehr, sehr einfach zu realisieren und auch relativ günstig noch bei kleinen Diagonalen. Je höher aber die Transparenz wird von diesem Rohmaterial, umso teurer wird das Ganze. Und eben auch ein relativ schlechter Yield bei relativ großen Diagonalen. Dann auch ein Thema, die ganzen Hersteller von diesen Systemen, die sind eher so auf den Bereich Smartphones oder Tablets eingerichtet. Das heißt, da hört es in der Regel bei 12 Zoll auf. Und es ist extrem schwierig, hier Hersteller zu finden, die größere Bildschirmdiagonalen anbieten können. Und das nächste auch, das Interesse von asiatischen Herstellern für Industriestückzahlen, das hält sich sehr, sehr in Grenzen. So. Das Einzige, was ich bisher gesehen habe, das Größte auf ITO, war bisher in 15,6 Zoll Sensor. Größer habe ich es persönlich noch nicht gesehen. Ja, und eben auch diese Verbindung hier, diese Siegelverbindung von FPC zu ITO ist relativ kritisch. Also das heißt, wenn man da leicht dran zieht, dann kann man doch die ein oder andere Verbindung kaputt machen, speziell bei der Montage oder beim Handling. Alternativ dazu gibt es Glassensoren. Ein Kollege hat es vorhin auch schon vorgestellt. Die Ganze sind relativ schnell verfügbar, weil sie eben auch bei uns produziert werden. Wir haben hier einen relativ niedrigen Flächenwiderstand von 70 Ohm pro Square. Das heißt, wir können auch große Bildschirmdiagonalen machen. Entsprechend Preisvorteil bei großen Bildschirmdiagonalen. Wir haben keine Beschaffungsprobleme und auch hier ein erweiterter Temperaturbereich. Das heißt, minus 40 bis 85 Grad haben diese Glassensoren. Foliensensoren haben in der Regel minus 20 bis 65 Grad. Und dann wird es natürlich auch schon mit den Transporttemperaturen schon relativ schnell kritisch.
Und hier, das Teil selber ist geschützt zwischen zwei Glasscheiben. Sehen wir nachher noch eine kleine schematische Zeichnung. Was gibt es Alternativen zur ITO? Also derzeit sind im Prinzip die halbe Welt auf der Suche nach Alternativen zu diesem relativ hohen Material Indiumzinnoxid. Und da gibt es aus der Fachwelt eine Prognose, dass in den nächsten 5 Jahren etwa 50% Alternativmaterialien eingesetzt werden. Man sieht schon jetzt erste Produkte damit. Ein Thema auch, Atmel X-Sensed kommt auf den Markt. Das heißt, spezielle Kupfersensoren sind das Ganze. Also sehr, sehr, sehr dünne Kupferleitungen, die man nicht mehr sieht mit bloßem Auge. Oder die Firma PolyIC hat hier auch eine Lösung auf dem Markt. Die druckt auch sehr, sehr dünn Silberleitungen. Der Nachteil aber daran ist, sie haben sehr, sehr hohe Maskenkosten und es sind sehr, sehr hohe Stückzahlen notwendig. Also hohe Stückzahlen, da sprechen wir so ab 100.000 aufwärts, wo das ganze Thema interessant wird. Alternativ gibt es noch die Silber-Nanowire-Sensoren. Die erste Sensoren gibt es hier dafür. Ist ein Vorteil, eben ein sehr, sehr schmaler Randbereich. Und aber wenn Sie individuelle oder kundenspezifische Sensoren haben möchten, dann kosten die richtig Geld. Ja, und dann gibt es noch so ein paar Exoten. Carbon-Nanotubes sind im Forschungsstadium, leitende Polymere oder ITO-Tinte, aber das sind eher Dinge, die werden aussterben. Glassensor selber, wie sieht der aus? Also Sie haben praktisch das hellblaue, das ist der Glassensor. Dazwischen sind zwei ITO-Schichten, die mit einem transparenten Kleber verbunden sind. Und dieser Sensor selber, der wird dann wiederum optisch auf ein Topglas gebondet. Das ist ein kleiner Chart, ein schematischer Chart, den interessiert, glaube ich, dürfte fast jeden von uns interessieren. So ein bisschen der Verlauf von Glassensoren zu Foliensensoren. Sie sehen, dass die Glassensoren ja etwa linear steigen mit der Größe und bei den ITO-Foliensensoren ist es eher exponentiell, wo das Ganze in die Höhe geht. Das ist ein Thema, da haben wir als RAFI schon einiges an Lehrgeld bezahlt. Das heißt, wo steckt die Auswerteelektronik? Wir haben gestartet mit den Systemen, wo die ICs direkt auf dem FPC bestückt sind. Hier hatten wir erheblich Qualitätsprobleme, hat dazu geführt, dass wir solche passiven Teils inzwischen nur noch machen und die Elektronik auf eine separate Leiterplatte setzen. Also wenn Sie sowas angehen, kann ich die untere Lösung Ihnen nur ans Herz legen. Touch-Systeme, das ist ein System, das sieht man relativ häufig am Markt. Das heißt, Sie haben praktisch ein Touch-Diagonale mit diversen Tasten. So, jetzt ist die Frage, wie realisiert man sowas? Das eine ist herkömmliche, Sie gehen hin, Sie nehmen einen Standard-Touch-Sensor, Sie nehmen eine Leiterplatte und ja, machen das drauf und das Ding funktioniert. Ja. Jetzt ist aber das Thema, kommt Wasser zwischen diesen zwei verschiedenen kapazitiven Systemen, gibt es eine Überkopplung und die Systeme stören sich gegenseitig. Also das sollten Sie beachten. Hier nochmal das Ganze schematisch, das heißt, die Felder koppeln hier aus, die elektrischen Felder, gehen dann in diese leitende Flüssigkeit und gehen dann auf der anderen Seite in dieses kapazitive Messsystem dann wieder rein. Wie löse ich das alternativ? Eine Lösung könnte sein, ich mache den Sensor entsprechend größer, werte die einzelnen Tasten über XY-Positionen aus und die Welt ist gut, weil ich nur ein System habe. Nur bedingt. Weil Sie wollen in der Regel für solche Tasten andere Sensitivitäten haben, wie jetzt für den kapazitiven Screen und möchten es auch unterschiedlich einstellen können. Deshalb gibt es auch die Möglichkeit, kundenspezifische Touches zu machen mit der MaxTouch-Elektronik, wo Sie die Funktionalität, was ich vorhin erwähnt habe, über diesen MaxTouch-Controller noch zusätzlich auswerten. Und dann haben Sie praktisch erstmal gewonnen. Das heißt, Sie haben einen kapazitiven Touch. Sie haben nur ein Auswertesystem und Sie können jedes System einzeln einstellen für sich. Wer hat vorhin gefragt mit Funk? Hier haben wir so ein kleines Thema, RFID. Sehr, sehr kritisch ist das Thema 125 kHz RFID, weil dieses Messsystem selber, kapazitive Systeme, arbeiten in der Regel zwischen 100 und 250 kHz. Und wenn in der Umgebung ähnliche Frequenzen da sind, dann stören die sich gegenseitig. Das heißt, platzieren Sie eigentlich niemals RFID mit 125 kHz direkt in der Nähe von kapazitiven Sensoren. Das gibt Ärger.
Anders verhält es sich zum Beispiel bei RFID mit MIFARE mit 1356 MHz. Das war gar kein Problem. So, kommen wir noch kurz zu dem Thema Umwelt. Hier EMV-Einstrahlung ist natürlich ein großes Thema, aufgrund dessen, dass das elektrische Felder sind. Also 10 Volt pro Meter haben wir bestanden, ESD bis 20 kV. Und bei unseren ersten Testgeräten haben wir deutlich, deutlich höhere Werte schon erreicht, eben mit dieser Max-Touch-Elektronik. Und auch als Info, Medizintechnik, wer dort aktiv ist, da gibt es in den nächsten 1 bis 2 Jahren gibt es hier Normenänderungen von den Werten. Also da geht man von einer Einstrahlung von 3 Volt pro Meter auf 30 Volt pro Meter hoch. Und das heißt auch, die ganzen kapazitiven Systeme, die müssen in Zukunft das Ganze abkönnen. EMV-Abstrahlung, hier ein kleines Chart mal. Wir haben hier als Vergleich die 55022 Klasse B, also die Haushaltsnorm, relativ scharf. Und da sieht man schon, da liegt man deutlich drunter. So. Funktionale Medienbeständigkeit ist bei kapazitiven Systemen in der Regel kritisch. Das heißt, wenn Flüssigkeiten Feuchtigkeit auf der Oberfläche ist, dann kann es zu Fehlauslösungen führen. Da muss man im Vorfeld darauf achten, je nachdem, was für Flüssigkeiten oder leitende Substanzen da drauf kommen. Und nach wie vor ist Salzwasser sehr, sehr kritisch. Also da muss man aufpassen. Mit normalem Wasser hat die MaxTouch-Elektronik in der Regel kein Problem und da kann man sehr, sehr viel einstellen. So, ein kleines Video, wir müssen uns sputen. Hier sieht man ein herkömmliches System erstmal, das mit Wasser beaufschlagt wird, was hier passiert. Sie sehen es hier oben, da kommen schon die ersten Auslösungen. Das System macht sich entsprechend selbstständig. Hier wird mit dem Finger verfahren und jeder Farbwechsel selber bedeutet praktisch, dass hier nochmal irgendwelche Eingaben stattfinden. Jetzt wird geputzt. Wie viele Finger sind das? Ich glaube 20 bei dem System. So, also das ist die von meinem herkömmlichen System. Und jetzt kann ich Ihnen zeigen, was eben mit MaxTouch möglich ist. Kommt erstmal wieder Wasser drauf. Kann ganz normal bedienen. Das ist diese Funktion, was ich Ihnen vorhin erklärt habe, mit der Handballenerkennung bzw. Palm Detection. Er kann wischen, es passiert nichts. Das Teil funktioniert auch noch, also es war jetzt nicht abgeschalten. Es kommt deutlich mehr Wasser drauf. Wir sehen auch hier Wassertropfen, die runterlaufen. Und das Teil funktioniert auch noch. Gut. So. So viel zu Wasser. Ganz kurz nur zur Mechanik. Wie bauen wir so ein Teil ein? Das eine, wir haben hier den Sensor und den Sensor laminieren wir in der Regel optisch gegen eine Front, gegen ein Topglas. Das ist okay, das ist die häufigste Art des Einbaus. Alternativ und was wirklich eine super Sache ist, ist, wenn Sie das Ganze optisch bonden, das heißt auch noch das Display optisch bonden, Sie kriegen super tolle Bilder da damit hin, aber der Nachteil ist, es ist sehr, sehr teuer. Wo wir warnen vor den Einsätzen, ist, das heißt, Sie legen praktisch den Sensor auf Abstand zur Front. Das heißt, da kriegen Sie sogenannte Moving Air Gaps. Beziehungsweise, wenn sich die Luftfeuchtigkeit verändert, verändert sich auch das Dielektrikum da dazwischen. Und es kann sich auch Kondenswasser bilden. Und das andere ist, drücken Sie niemals den Sensor einfach nur so gegen die Front. Das heißt, wenn hier ein bisschen Feuchtigkeit dazwischen kommt, gibt es sogenannte Newtonsche Ringe und das sieht wirklich grausam aus. Also das nicht und das nicht. Sensortest, das ist auch eine spannende Frage. Sie beziehen einen Sensor oder ein Gerät, müssen eine Wareneingangsprüfung machen. Wie testen Sie das? In der Regel
Häufig geht man hinten und nimmt den Finger, oder schließt das Teil an, nimmt den Finger, fährt das Ding ab. Jo. Und dann ist das Ding getestet. Wer testet so? Hand hoch. Nur gut. Das Problem ist, wenn Sie hier in diesen Bereichen irgendwelche Cuts haben, nur mal schematisch eingezeichnet, dann werden Sie das nicht mitbekommen. Dann verbauen Sie einen defekten Sensor, obwohl er praktisch gut durch die Eingangsprüfung gegangen ist. Also da müssen Sie aufpassen. Als Lösung dafür ist eben auch MaxTouch möglich einzusetzen. Und dieser MaxTouch kann dann von jedem Knoten die entsprechende kapazitive Last auslesen und dann detektieren, ob das System dann noch ob dieser Sensor komplett funktioniert oder nicht. Dann noch kurz zur Glasbearbeitung, aber ich denke, da springen wir relativ schnell drüber. Mein Kollege, mein Vorredner hat hier schon einiges gesagt. Nur so viel Glasbearbeitung ist sehr, sehr teuer. Und je mehr Wünsche man in die Glasbearbeitung reinpackt, umso teurer wird das System. Glosswert hat mein Vorredner auch schon gesprochen. Ich denke, da gehen wir dann auch relativ schnell drüber. Und hier noch eine kleine Zusammenfassung. EMV-stabil, Reinigbarkeit, Multitouch, Bedienen mit Handschuhen, Handballenauflegung, Gesturerkennung, Stylus, also Stiftbedienung. So, das sind ein paar Applikationen, das finden Sie auch alles bei Ihnen im Skript. Das ist nur ein kleiner Auszug, was wir bisher realisiert haben. Einige Dinge dürfen wir leider nicht zeigen, aber wir sind jeweils gerne für ein Gespräch bereit. Unterschiedliche Applikationen, Automatisierungstechnik, Nahrungsmittelindustrie, Medizintechnik. So, jetzt bin ich erstmal am Ende. Von meiner Seite erstmal vielen Dank. Im Anschluss an den Vortrag zeigte Frank Fleischer dem Publikum anhand einer Live-Demonstration, welche Möglichkeiten die Touchscreens von Rafi bieten. Weitere Informationen zu Rafis HMI-Lösungen konnten die Teilnehmer der Konferenz am Stand des Unternehmens bei der parallelen Ausstellung einholen.